Ja, Hass und Hetze im Netz sind immer noch ein großes Thema. Vor kurzem haben wir im Deutschen Bundestag das sogenannte Hate Speech Gesetz diesbezüglich verabschiedet. Jetzt legen wir nochmal nach mit der Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, kurz das sogenannte NetzDG. Der Nutzer soll noch einfacher eventuelle Beleidigungen oder rechtswidrige Inhalte dem Netzwerk der sozialen Plattform melden können. Die sozialen Netzwerke müssen dafür sehr transparent entsprechende Meldeeinrichtungen in ihren Systemen vorsehen. Ferner müssen sich die Netzwerke mit jeglicher Beschwerde beschäftigen, ein sogenanntes Gegenvorstellungsverfahren durchführen, also ein außergerichtliches Beschwerdeverfahren. Und am Ende steht dann die Entscheidung, bleibt der Beitrag im Netz oder wird er entsprechend runtergenommen. Eine weltweite Neuerung, auch einmalig insbesondere in Europa, ist die sogenannte Forschungsklausel, die wir mit diesem Gesetz einführen. Wir ermöglichen es Forschern, an das Netzwerk heranzutreten, Daten herauszuverlangen, dass wir natürlich besser verstehen, wie arbeitet der Algorithmus, wann wird etwas aus dem Internet herausgenommen. Von daher wichtig, eine Blaupause auch für die Europäische Union, die sogenannte Forschungsklausel. Alles in allem ein guter Gesetzentwurf.